Seid gegrüßt. Heute möchte ich ein Projekt, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber was umsetzen, was ich schon eine längere Zeit vorhatte. Und weswegen ich mir das Fahrzeug mal angeschafft habe. Und ja, möchte euch das einfach mal zeigen, wie man aus wenig vielleicht doch viel machen kann, ne? So, passt auf. Jetzt nie lachen, ich versuche euch mal das Fahrzeug zu geräuschtechnisch zu. Ja, also das ist nur ein Versuch, ne? Das jetzt nie unbedingt lachen, ne? Und jetzt nie, oh ja, das ist nicht so, aber passt mal auf, vielleicht kommt es ran an den Ton, ne? Oder an den Sound oder wie auch immer, ne? So, wer hat's schon? Ah, yes. Jetzt sind bestimmt die ersten schon drauf gekommen, ne? So, es handelt sich um einen VW Käfer. Das ist, ich glaube, das müsste das erste Modell gewesen sein. Das hat hinten noch diese Brezelfenster. Ne? Nicht diese Brezelfenster, sondern das Brezelfenster. Ne? Danach waren die Modelle ja nicht mehr mit der Teilung hier drin. Finde ich total mega, weil der halt ein bisschen gedrungener aussieht. Ne? So. Und wem es vielleicht aufgefallen ist, wie gesagt, das Auto habe ich mir mal angeschafft, weil ich das mal vorhatte, was ich jetzt vorhabe, aber nie umgesetzt habe. Ne? Ich habe den immer so dastehen lassen. Dem fehlen halt drinnen die zwei Sitze und dem fehlt halt hier vorne ein Scheibenwischer. Ne? So, wir haben halt damals gleich diese Weißbandreifen ins Auge gestochen. Ne? Und sonst so sieht er doch schick aus. Ne? Da war so wie er, der war nicht neu, sondern gebraucht. Ne? Tut ja die Sache jetzt nie mindern. Ne? Also doch schon, weil die Sitze fehlen und der Scheibenwischer, aber sonst so. Ach, mir ging es halt, wie gesagt, nur um das Erscheinungsbild. So, und ich möchte den heute mit euch dorthin bringen, wo ich ihn eigentlich schon längst gerne hätte. Ne? Ich hätte ihn gerne tiefer. Und wenn der tiefer ist, könnte ich mir vorstellen, sieht das Ganze doch gleich ganz anders aus. Ne? So, jetzt haben wir ihn so. Ne? Jetzt sehen wir den nochmal so. Habt ihr hier unten freier und hier und was weiß ich nicht, überall. Und wenn wir den runtergezogen haben, ich zeige euch mal eins meiner früheren Projekte, wo ich noch bestimmt gute 20 oder mehr als 20 Jahre jünger war. Ne? Zeige euch mal eins. Wieder anmachen? Nee, ne? Lassen wir mal lieber. So, jetzt kommt ein Auto aus meiner Jugend, den ich immer umgebaut hatte. Ach, da war ich vielleicht, was weiß ich nicht. Will jetzt nicht lügen, vielleicht 10 Jahre oder 12. Da hat man sowas auf jeden Fall noch gerne gemacht, ne? Da habe ich damals hier diese, ich glaube, das waren keine Ferrari-Felgen, sondern Lamborghini. Ich glaube, das war Lamborghini. Da musste damals dran glauben und das ist ein 500er SEC. Da habe ich die Rückleuchten getönt. Ne? Ja, würde man jetzt vielleicht sagen, die Spiegel sind ein bisschen over, ne? Aber in der damaligen Zeit, ne, vor 30 Jahren oder was, da war das mega, ne? Da hat man sich, da war das so der Stand der Dinge, ne? Diese leichte M-Form der Spiegel hier mit den Luftdurchlässen hier drinnen, ne? Und hier vorne habe ich das natürlich auch getönt, wenn man das sieht, ne? Und dann so die Seitenansicht, ne? Ist doch geil, oder?
Ach ja, und was ich damals, oh, da habe ich mich nie gefeiert, aber ich habe mich gefreut, ne? Ich habe den Auspuff getunt. Ich habe so eine Spitze genommen, hinten ein Loch reingemacht. Das war ein Druckknopf von einem Stift. Na, hier habe ich so angebracht und wenn der dann so da steht, sieht er geil aus, ne? Also, ich weiß nicht, ob es euch gefällt, aber mir hat das damals gefallen, ne? Die Räder gucken hier natürlich raus. Aber es war mir damals sowas von egal. Ich wollte einfach nur, dass es breit ist, ne? Und drin habe ich das Lenkrad angemalt, ne? Das mal sehen hier. Wenn man das so sehen kann, ja, so rot, genau. Ein Sportlenkrad in rot. Und dann hinten Pirelli aufgeklebt, ne? Ganz wichtig. Aber wie gesagt, 30 Jahre alt und ja, ich würde es geil, ne? So, und wie gesagt, da wir ja dem im Hintergrund haben, das sind so Sachen gewesen, die haben mir mal gefallen. Das war so geiles Teil, ne? Und deswegen möchte ich jetzt mit dem fortfahren, ne? Also, das machen, was ich vor Jahren auch schon mal vorhatte. Den einfach tiefer legen. So, ne, dann werden wir mal anfangen. Ne? Jetzt nicht so viel quatschen, sondern mal gucken, dass das meiner Meinung nach relativ leicht umsetzbar war. Achso, wenn da jemand wissen will, das ist ein Maestro. Nicht Maestro, sondern Maestro. Ne? Volkswagen Sedan 1951 und Maßstab 1 zu 18. Made in Thailand. So, ne? Wenn das auch noch jemand interessieren sollte, ne? Hier mal den Motor. Der ist nicht detailreich, aber der ist immerhin da, ne? Gibt ja vielleicht jetzt andere Hersteller, die würden das Ding gar nicht mehr aufmachen, ne? Haben wir hier vorne noch der Tank. Erinnert mich ein bisschen an, naja, Wagenkenner aus dem Osten, ne? Der Trabi. Da vorne Untank drinnen, ne? Aber da war der Tank beim Motor, ne? So, hier haben wir den Tank halt gesondert, aber halt auch vorne, ne? So, naja, was will man groß sagen? Wir suchen, dass wir. Und hoffen mal, dass wir das umsetzen können. Also wie gesagt, vorhatte ich damals das abzunehmen hier. Und damit verbunden habe ich ja. Yes, ne, das ist natürlich noch einfacher wie gedacht. Ich habe ja hier die Lenkung und die ist so einfach aufgebaut. Mega. Dass ich da scheinbar ohne weiteres jetzt hier. Na, wenn es klappt. Wäre das gut, dass ich hier die. Na, ach so, das geht wegen der Lenkung. Ah, aber ich zeige euch mal die andere Seite, wie einfach es eigentlich gehen müsste. So, dann nehmen wir die Feder raus, machen das Ganze wieder zu und. Oh mein Gott, der geht schön runter, ne? Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber nee, das sollte reichen. Ne? Das sollte reichen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier auf der Seite, ohne jetzt was wegzubrechen, vielleicht. Ah, das wird schwer. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ich diese Lenkung hier vorne ausheben kann. Die geht gar nicht auszuheben. Oh yes, ich bin drüber. So, Feder raus, Achse kaputt, Auto weghauen. Nee, nee, Quatsch. So, zack. Zack. Oh mein Gott, ist das geil. Also, ich habe schon im Gefühl, dass das gut wird. So, machen wir das wieder rein hier. Dann schauen wir uns das mal an, wie es vorne aussieht. Hinten. Dürfte das vielleicht nicht ganz so einfach sein. Hier ist, aber cool ist das schon gemacht, ne? Ihr seht so, dass das keine, also es ist,
Eine Verbundachse oder wie auch immer, auf jeden Fall keine direkte Einzelräuterfängung, wie es vielleicht heute gang und gäbe ist, ne? Weil wenn ihr federt, geht das andere Rot halt mit, ne? So ein bisschen wie so eine Stocherachse, ne? Aber egal, so, passt mal auf. Oh mein Gott, das sieht doch schicki aus, oder? Man könnte, wenn man jetzt die Achse entkoppelt, könnte man noch irgendwas machen. Man könnte dann diesen schrägen Look reinbringen. Ja, wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen hier. Dann die Räder so ein bisschen anschrägen hier. Weil er ja dann tiefer ist, ne? Und dann geht das ja noch ein bisschen weiter rein. Als so. Und dann, aber nee, 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 nee. Das ist schon dort, wo ich hin wollte, ne? Gut. Oh, mir gefällt's. Jo, kann man so lassen, ne? Macht einen guten Eindruck. Und wenn wir den jetzt hinten noch runterkriegen hier. Man könnte ihn auch so lassen, das sieht auch cool aus, ne? Sieht auch sehr, sehr schön aus. Aber nee, 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 nee. Meine Ambition war damals komplett runter, das gute Stück. So, und dann mal gucken. Boah. Na, der ist fester. Die ist richtig fest. Mit dem Schraubenzieher fast gar nicht umsetzbar, warum die nicht aufgehen. Oder die zu öffnen, gar nicht umsetzbar. Jetzt. So, und dann müsste es so sein, dass ich hier hinten, wenn es klappt. Achso, was mir gerade auffällt, es könnte natürlich sein, dass die Befestigung an der damaligen Verpackung hier, dass die. Nee, sollte reichen. Nee, 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 nee. Man könnte, wenn ich ehrlich bin, noch tiefer legen. Ich gucke es mir mal an. Okay, das klappt. Das klappt in etwa auch so, wie ich es vorhatte. Nur hier klappt es nicht ganz so. Ich dachte, ich kann das rausheben. Oh, okay, das klappt. Man muss das auch dann auch wieder genauso rein. Ne? So. Und jetzt müsste eigentlich. Ja, wieso lässt sich jetzt? Jetzt bin ich an dem Punkt, den ich nicht verstehe. Ich versuche es mal ein bisschen weiter runter zu bringen, dass ihr ein bisschen mehr sehen könnt. Ich hätte gedacht, ich kann den Motor jetzt nach oben klappen und die Achse heben, aber hä? Das geht nämlich nicht. Natürlich könnte ich jetzt das wegbrechen, ne? Aber das ist doch nicht Sinn und Zweck. Mensch. Wo hängt es denn? Ach, oh Gott. Die Feder ist im Ganzen. Die ist von oben geschraubt, wenn man das sieht. Ja, das sieht man natürlich nicht. Aber wenn ihr das sehen könntet, wenn man das hier, das kann man so nicht einfach. Die ist hier oben geschraubt. Gott, das. Hieße natürlich. Das hieße natürlich Chassis lüften. Ne? Mal gucken, ob ich die Schrauben hier alle gelöst kriege. Theoretisch ist das jetzt, oder ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so viel mehr Arbeit ist, oder dass ich mir jetzt hier dran gar was zerstöre. Siehst du ja? Yes. Und jetzt sieht man es, glaube ich, schon, ne? Seht ihr das, dass das von oben geschraubt ist? Und da komme ich jetzt natürlich so noch weiteres nicht ran, ne? Dann gucken wir mal noch die. Problem ist, ich habe das Fahrzeug in den ganzen Jahren schon mehrmals unter Wasser gesetzt, weil das ja natürlich übel einstaubt, ne? Und dafür lassen sich die Schrauben im Plaste einfach lösen, aber in der Karosserie. So, eigentlich. Wo hängt der jetzt her? Achso, der hängt am Lenkrad. Oh, nee.
Was ist das denn? Na klar, der hängt am Lenkrad hier. Oh shit. Okay. Der hängt am Lenkrad, weil das hier unten festgemacht ist. Ach, ich möchte das ja auch nicht. Ich könnte es rausziehen, aber ich glaube, das ist. Das ist. Wegbrechen möchte ich auf gar keinen Fall, ne? Nur so komme ich an die Schraube definitiv so ohne weiteres nicht ran, ne? Oder doch? Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, das wird nicht. Ah, doch, 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 könnte klappen. So. Und welche Seite habe ich jetzt abgeschraubt? Ja, ne? Jetzt müssen wir. Yes, jetzt können wir das so abnehmen. Und die Feder rausholen. Und ich bekäme den. Hinten sagt er so. Ich glaube, hinten sagt er richtig so ein, wie man sich das vorstellt. Vorne ist das nicht ganz so, ne? Naja, dann halt hier jetzt nochmal das Ganze. Unten versuchen, das Chassis so anzuschrägen, dass man da die Schraube kommt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den Dämpfer dann noch wieder festschrauben soll oder ob ich das weglasse. Also die Federn werde ich mir natürlich alle aufheben, das war. So, und. Ah, doch, sieht gut aus. Naja, aber dafür, dass das Ding auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist die Plastik noch relativ weich, ne? Also formbar. Ne? So, dann haben wir hier die nächste Feder. Oh mein Gott, der sackt richtig ab. Der sagt übel ab, ne? So, und wenn ich den jetzt doch, ich muss ihn ja, sonst hast du ja, ne? Sonst liegt der ja offen. Ich muss den anschrauben, damit mir nicht das passiert, was mir gerade passiert, damit das hier. Ach nee, stopp. Wenn ich den schraube, geht der ja auch nicht weiter rein, ne? Also doch weiter rein schon, aber er fällt halt nicht mehr raus. Zack. So, na komm rein. Oh, ist das. Das ist hart. So, ich tue euch das mal kurz zeigen. Oh, geil. Das sieht übel geil aus. Das sieht wirklich hart geil aus. Ich bin jetzt echt noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich den vorne vielleicht. Oh, da müsste ich so viel modifizieren. Ne? Ich glaube, das ist dann auch. Aber oh, der hat vorne noch Überhang. Ne? Also das, was ich hinten reinkriege, ne? Das ist. Der fährt bergauf, ne? So typischer Ami-Style. Ja, er müsste vorne noch oder hinten wenigstens wieder einen Ticken höher, ne? So. So weit wie der hinten unten ist, kriegt der vorne keinen Platz, ne? Da müsstest du an der Aufhängung hier schon. Aber das will ich nie machen, ne?
Müsste ich an der Aufhängung hier rumspielen und die Schlup. Nee. Könnte man machen wie bei dem jetzt, dass man dann starr macht. Aber ich glaube, das ist nicht das, was man will. Oder zumindest nicht das, was ich will. Ich will ja dann, dass man den in dem Fall dann wieder umrüsten könnte auf normal. Sehr, sehr schade. Ich krieg den vorne. Okay. So, hey, das Lenkrad hier. Ich wollte es ja nicht kaputt machen. Ich werde mal gucken, wie ich das mache. Das wird aber jetzt für Video vielleicht ein bisschen lang. Ich zeige euch dann mal dann das Endresultat. Also wie gesagt, das haben wir jetzt rausgeholt. Das baue ich wieder zurück. Ihr habt ja gesehen, wie es rausginge oder rausgeht. Und ich zeige euch dann mal, wie ich es im Endeffekt lassen werden tue oder lassen tue oder wie auch immer. Ne? So, gut, geht los. Dann bis später. So, ich habe das gute Stück jetzt mal auseinandergenommen. Ne, das ist das mit dem Lenkrad hier. Warum das hier nicht rausging? Ach, das sieht man natürlich alles so schön. Ne? Ja, doch, man sieht es schon, oder man. Egal. Auf jeden Fall, ich habe es rausgekriegt und jetzt habe ich halt das Problem. An der Aufhängung, wenn man das so einfangen kann hier. Ja. Ich komme hier nicht höher, ne? Mir fehlt dieser Bupsel hier, den kann ich aber auch nicht rausnehmen. Ne? Die paar Millimeter dort fehlen mir, dass das Rad einfach höher gehen kann. Ne? Wenn wir das jetzt so sehen, sieht man ja auch gleich, dass der halt proportional hinten ein Stück runter geht. Und man könnte den hinten auch ein bisschen anheben, aber ich hätte ihn schon gern so tief wie möglich. Ne? Gut, weiter geht's. Ne? Bis gleich. Oder so. Kurzes Update. Da sind wir, oder bin ich, ne? Jetzt habe ich das ganze Ding doch zerlegt, ne? Die einzigste oder einzigste Alternative, die mir bleibt, ist, hier vorne was wegzupreschen. Ich kann versuchen, das kleiner zu machen hier. Versuche ich jetzt natürlich auch. Oder hier was wegzunehmen. Ne? So, und dadurch, oder dass er dann mehr drüber rutscht, ne? Weiter reinrutschen, wenn man das jetzt, ja. Das ist jetzt hier ist das Problem, ne? Der Stelle. Das ist halt. Das ist aber auch schwer. So, jetzt hier. Ja, jetzt so. Es rutscht ja hinten nicht drüber, ne? Seht ihr ja noch, wie viel Platz dort nach unten wäre. Aber dadurch, dass das hier so groß ist, rutscht das nicht drüber, ne? So, ich werde jetzt hier das wegschneiden, wenn es klappt. Ohne dass ich jetzt groß was beschädige. Hier. Und dann versuchen hier noch ein bisschen zu schnitzen und dann. Sehen wir uns hoffentlich gleich wieder, wenn es fertig ist. So und so sieht das ganze Ding jetzt ausgefilzt aus, ne? Weggeschnitten und hier versucht zu feilen. Zu feilen, ach Gott, das ist ja kein Feilen, aber. So, jetzt nochmal schnell noch. Zack. Und das sind wir. Da komme ich auf jeden Fall weit runter. Wäre zumindest sehr schön, wenn es klappen tut. So. Nie wegbrechen. Das war ja nicht das Ziel.
So, und komisch. Ich komme schon nicht ganz ein Stück weiter runter, ne, wie vorher, aber ich komme immer noch nicht hier drüber. Aber es könnte dann auch sein, dass es dann zu weit drin ist, ne? Mensch, heißt also wieder zusammenbauen und angucken. So, kleines Update. Also weiter runter kriege ich den schon mal gar nicht, ne? Aber ich habe da wahrscheinlich eine andere Sache gefunden, wie ich das umgehen kann. So, das weg. So würde das dann quasi aussehen. Im fastigen Endresultat. Na, es fehlt immer noch ein Ticken Tiefe vorne. Ne? Ein Ticken. Nee, stopp. Ah, jetzt. Oh mein Gott. Hinten trotzdem ein Ticken hoch, so vielleicht, ja. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. So tief, jetzt hat schon gerade noch nicht. Da ist er jetzt gerade schön reingerutscht. Weil sonst habe ich hinten so, das was ich vorne weggeschnitten habe, würde ich hinten sonst wieder drunter tun. Bei der Schraube. Und dann hätte ich den hinten dann wahrscheinlich ein Stückchen höher. Ne? Aber so sieht das ja eigentlich gut aus. Ne? Ich kriege den auf jeden Fall nie weiter runter, weil ich das Problem mit der Lenkung vorne habe. Dass das aufschlägt. Ne? Und wenn das hier drin aufschlägt, kann ich es ja beim Tieferlegen nur noch umgehen, indem ich es wegnehme. Wenn man das jetzt hier so sieht, es liegt offen. Ne? Das liegt hier offen. Das von der Lenkung wegzumachen, das wäre Blödsinn. Tue ich mir keinen Gefallen. Aber gar keinen Gefallen. Das ist Quatsch. Gut, ich bin so weit runtergekommen, wie es nur geht. Und dann sehen wir das gute Stück. Kleiner mal im Ganzen und dann passt das schon, ne? So, da bin ich nochmal. Und das ist dann das Endresultat oder Endprodukt. Genau so, wie ich mir es vorgestellt hatte, ne? Zu Beginn des Videos. Mega geil. Vorne den Scheibenwischer, den habe ich auch noch weggemacht. Naja, das sieht wenigstens etwas stimmig aus, ne? Und hier sehen wir das. Also hinten, wie gesagt, habe ich die Unterlegscheiben, oder was ist Unterlegscheiben? Die Federwegsbegrenzer, die ich vorne. Federwegsbegrenzer, Quatsch. Auf jeden Fall, womit der Federweg begrenzt war vorne, das habe ich ja hinten reingemacht. Dadurch hatte ich dann aber eine Höhe von so. Na, naja. Ich komme jetzt gar nicht auf die Höhe. Naja, auf jeden Fall höher. Ne? Ihr seht ja jetzt ungefähr, habe ich die Höhe oder was heißt nicht die Höhe, sondern eine gerade, wenn nicht gar eine leichte Keilerform, ne? Nach vorne, nicht nach hinten. Und dann passt das schon, ne? So. Und ich habe jetzt leider kein Bild gemacht von vorher und nachher. Aber das war vorher so ungefähr, ne? Und so weit sind wir, oder so weit bin ich runtergekommen, ne? Angenehm. Sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, Federn sind noch da, alles guti. Und dann passt das schon, ne? Sehr. Also wenn ich einen Käfer hätte, dann würde ich das genauso machen wie hier. Einfach nur tiefer und diese, ich weiß nicht, ich sag mal jetzt Weißbandreifen, ne? Mit genau diesen Gullifelgen oder was ist Gullifelgen oder mit diesen Kappen hier. Gulli. Warum Gulli, ne? Ich weiß nicht. Ich denke mal, weil das so, ach, egal.
Auf jeden Fall genauso würde ich, wenn das jetzt meiner wäre und ich ihn hätte, cool aus, ne? Ja, erinnert euch ein bisschen an die Helmform, ne? Gut, dann wünsche ich euch wie immer nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao.